Schule 7. Wir beschäftigen uns wieder mal mit Pattern, heute mal mit dem sogenannten Decorator Pattern oder dem Dekorierer Pattern. Es handelt sich hier um ein Strukturmuster, Structural Pattern. Und ja, wir gucken uns heute mal an, wofür man das brauchen kann und wie es aufgebaut ist. Wir beginnen mal mit Use Cases, also was brauche ich eigentlich, und gehen wir mal davon aus, jemand hätte gerne eine Klasse zum Locken. Also wir bleiben bei unseren Pattern-Beispielen wieder bei dem Gesamtthema des Lockings, weil ich meine, das gibt am meisten her und das kann man recht schön selber dann nachbauen. Also ich brauche irgendeine Klasse zum Locken, das heißt, ich kann irgendwie eine Klasse bauen, die heißt MyLogger und die hat eben die Methode DoLock. Dort übergebe ich einen String und das Ding schreibt das in irgendeiner Form in einen File rein. Jetzt kommt jemand anders und sagt, ja, ich brauche auch eine Klasse zum Locken, aber da muss noch ein Zeitstempel automatisch dazu erzeugt werden. Jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, okay, neben der Klasse MyLogger brauche ich jetzt noch die Klasse TimeLogger. Kommt der nächste und sagt, ja, ich hätte gern einen Datumstempel noch dazu. Dann wären wir schon bei der dritten Klasse, eben dem DateLogger. Und jetzt kommt noch jemand und sagt, ich brauche nicht nur ein Zeit, sondern auch einen Datumstempel und dann sind wir schon bei der vierten Klasse. Und ja, das sieht jetzt ein bisschen unschön aus. Wir haben nämlich hier keine Synergien, weil wir wissen ja, allen diesen Klassen ist zugleich, dass wir irgendeine Funktionalität brauchen, die was aufs Filesystem schreibt. Der natürliche Reflex eines Programmierers wäre jetzt, eine Elternklasse anzulegen, dort die gemeinschaftliche Funktionalität zu hinterlegen und die detaillierteren Logger würden dann einfach diese Basisklasse erweitern, diese Elternklasse erweitern. Das wäre jetzt zumindest mal eine Möglichkeit. Jetzt schauen wir uns das mal an, und zwar wir könnten jetzt beispielsweise beim DateLogger das DoLock, also die DoLock-Methode, die könnte man hier entsprechend jetzt umsetzen und die würde dann auf die Eltern-DoLock-Methode zugreifen können über das Keyword Super und damit hätten wir jetzt sozusagen alles, was wir brauchen, streng genommen. Gut, jetzt gibt es aber ein Problem. Stellen wir uns Folgendes vor, jetzt kommt jemand, der sagt, ich brauche jetzt noch die User-ID. Ja, also ich brauche jetzt einen Logger, der die User-ID noch mit in den Log-Eintrag mit aufnimmt. Das heißt, wir würden jetzt eine weitere Klasse realisieren, die würde auch von Logger erben. Und damit hätten wir jetzt eben nicht nur den Time, den Date-Time und auch den User-ID-Logger und den Time-Date-Logger. Das war eine Kombination von beiden. Und jetzt kommen wir genau auf das Problem. Ja, es kann ja theoretisch sein, dass jetzt jemand kommt, der braucht User, die ID, Zeit und Datum. Oder jemand braucht nur Time und User-ID oder nur Date. Das heißt, alle möglichen Kombinationen oder unmöglichen Kombinationen müssten wir jetzt theoretisch vorhersehen und als eigene Klasse umsetzen. Und das werden natürlich relativ viele werden. So kann es jetzt eigentlich für einen sauberen Code nicht funktionieren. Weil das zentrale Problem an dieser Umsetzungsweise ist es, dass wir zur Kompilierzeit ja schon festlegen müssen, welche Kombinationen von Zusatzlogging-Einträgen überhaupt in Zukunft benötigt werden könnten und nicht zur Laufzeit. Das heißt, ich muss alle Möglichkeiten vorhersehen. Und das führt dann tatsächlich am Ende des Tages zu vielen Möglichkeiten und das kann eben so nicht sauber gewartet werden. Weil wir haben ja wirklich jede mögliche Kombination in der Hinterhand und das steigt exponentiell an. Wir brauchen also eine andere Lösung. Und die Lösung dazu wäre folgende Analogie. Ich habe jetzt hier meine innere Funktionalität. Das ist irgendeine Methode, die in der Lage ist, ein String zu locken. Ja, das ist dieses DoLock und das übergebe ich jetzt einen String und das lockt. Das ist die zentrale Funktionalität, die ich ganz am Anfang beschrieben habe. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich möchte jetzt eine Erweiterung haben und diese Erweiterung ist jetzt das Loggen mit einem Datum. Das heißt, das stülpt sich sozusagen über
diese ursprüngliche Funktionalität und daher kommt auch der Name. Ich dekoriere jetzt die ursprüngliche Funktionalität, indem ich eine Erweiterung dran binde, so ein kleines Schleifchen, das im Prinzip einfach dieses Datum noch mit einloggt. Und jetzt könnte ich nämlich diesen ganzen Gedanken weiterführen und könnte sagen, ja, ich könnte da jetzt nochmal eine weitere Dekoration dranhängen, nämlich den Zeitstempel. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Zeitstempel locker nutzen würde, würde der intern dann den Datumslogger noch mit nutzen und der würde intern dann den ursprünglichen Logger nutzen. Das heißt, mit dieser Konstellation hätte ich jetzt einen Logger geschafft, der eben das normale Logging durchführt mit einem Datum und mit einem Zeitstempel. Und da könnte ich jetzt eben auch noch den User dran. Dann hätte ich User, Zeit und Datum. Also alle Elemente. Und ich könnte jetzt eben auch beliebige Kombinationen reinpacken, je nachdem, wie viele von diesen Dekorierern ich jetzt eben hier um meinen ursprünglichen Funktionsblock stülpen würde, wenn man jetzt bei dem Bild hier bleibt. Das heißt, wenn ich dann später dieses Objekt nutze, dann sehe ich einfach nur einen Logger, der kann loggen und je nachdem, wie viele von diesen ineinander geschachtelten Dekorierern ich jetzt hier genutzt habe oder eingebaut habe, hat der entsprechende weitere Funktionen. So, und die Idee hier ist, dass ich eben tatsächlich die Kombination und die Erweiterbarkeit beliebig variieren kann. Und ein möglicher Use Case, der gerne in den Büchern beschrieben wird, ist, ich habe jetzt in der GUI-Programmierung irgendein Element und dieses Element wird dargestellt. Jetzt möchte ich da noch, was weiß ich, irgendwelche Scrollbars dran haben. Dann würde ich diese Scrollbars als Dekorierer dort außenrum packen. Und dann hätte ich gerne noch irgendwelche Menüelemente und so weiter. Und das heißt, ich könnte sozusagen sehr modular die ursprüngliche zentrale Funktionalität mit Hilfe dieser Dekorierer erweitern. So, gucken wir uns jetzt noch mal etwas konkreter an im Code. Zwar, was wir jetzt brauchen, ist erstmal eine abstrakte Klasse. Ich könnte es theoretisch auch als Interface machen, aber wenn ich jetzt irgendwelche Funktionalitäten, Konstanten oder so ein Kram dort reinpacken möchte, dann ist oftmals eine abstrakte Klasse besser. Und diese abstrakte Klasse, die legt mir jetzt diese zentrale Funktionalität entsprechend fest. Als nächstes baue ich mir jetzt eine Klasse, die diese Funktionalität tatsächlich umsetzt. Ja, also hier habe ich jetzt meine Methode DoLog und das ist die konkrete Implementierung dieses Logging-Vorgangs. Das ist sozusagen das Wesentliche meiner ganzen Konstruktion. Darum geht es mir eigentlich. Das ist sozusagen die Basis meiner gesamten Funktionalität, die konkrete Implementierung. Als nächstes hole ich mir noch eine weitere abstrakte Klasse. Und diese abstrakte Klasse ist jetzt der Dekorierer. Ja, das ist eine Erweiterung auch meiner ursprünglichen Logger-Klasse, aber auch als abstrakte Klasse, also eine abstrakte Erweiterung. Und der setzt jetzt auch nicht dieses DoLog um. Das heißt, der überlässt jetzt diese DoLog-Implementierung auch den Nachfahren von sich selbst. Also ich muss jetzt quasi, um hier noch irgendwas Konkretes zu realisieren, eine weitere Erweiterung dieses Logger-Decorators durchführen, damit ich überhaupt sinnvollen Code hinterlegen kann. Ein wichtiges Element aber von diesen Dekorierer ist jetzt hier eine Instanzvariable, die eine Referenz auf diesen Logger hat. Ja, also es auf diese ursprüngliche abstrakte Logger-Klasse. Und diese Referenz, das wäre jetzt von der Idee her eine Aggregation, weil die referenzierten Objekte, die ich dort dann später reinlegen werde,
in sich autark funktionieren können müssen. Das heißt, hier möchte ich jetzt am Ende des Tages zum Beispiel ein Objekt dieses konkreten Loggers reinpacken und der muss ja in sich auch sauber oder unabhängig von dem Dekorierer selber auch funktionieren können. So, das heißt, ich kann jetzt hier eben diesen Logger als solches reinlegen. Ich kann aber auch hier in diese Instanzvariable nachfahren von dem Dekorierer reinlegen. Und damit habe ich so eine Art rekursive Möglichkeit zu referenzieren. Das ist jetzt eigentlich die Stelle, wo ich eben eine Kiste nehmen kann, in diese Kiste eine weitere Kiste, in diese Kiste eine weitere Kiste und da sozusagen beliebige Kisten ineinander stapeln. Das ist genau diese Variable, die mir das erlaubt, weil sie eben vom Typ eines Loggers ist und somit eines Typs der Elternklasse von dem tatsächlichen The Logger und allen Nachfahren des Dekorierers. So. Und jetzt baue ich mir einen Dekorierer. Das ist sozusagen etwas, was jetzt sich um den ursprünglichen Logger stülpt. Und was ich jetzt mache, ist üblicherweise, dass ich über den Konstruktor von dieser konkreten Dekorierer-Implementierung die Referenz auf das innere Objekt übergebe. Also wenn ich jetzt quasi the Logger, also die tatsächliche Implementierung des Logging-Vorgangs als eigenes Objekt habe, dann würde genau in diesen Konstruktor eine Referenz auf dieses konkrete Logger-Objekt eingetragen werden und somit stülpt sich sozusagen der Time-Logger um den eigentlichen Logger rum. So, und über den Superkonstruktor lade ich den oder speichere ich die Referenz einfach in dieser Instanzvariablen, dieser Protected Logger-Variablen ab. So, und hier erweitere ich jetzt einfach meinen Aufruf und ich sage, okay, dieser innere Logger, also der jetzt die tatsächliche Implementierung darstellt, als Beispiel, der hat jetzt die Methode DoLog und die rufe ich jetzt auf und erweitere sie jetzt noch um eben diese Time-Ergänzung. Ja, also das heißt, DoLog von dem inneren Logger, der wird eben aufgerufen, aber mit einem erweiterten Parameter, nämlich dass ich sage, ich nicht nur den Logstring, den ich bekommen habe, den möchte ich loggen, sondern auch zusätzlich den Zeitstempel. Und genau das gleiche kann ich jetzt mit dem Date-Logger machen. Der funktioniert exakt genauso. Nur, dass ich halt unten anstatt dem Zeitstempel einfach einen Date-String hinterlege. Ja? Und der kriegt auch über den Konstruktor eine Referenz auf einen Logger. Und das kann jetzt ein ursprünglicher Logger, also von der Klasse The Logger sein. Oder es könnte auch ein Time-Logger sein. Ja? Das heißt, es könnte durchaus jetzt hier ein Time-Logger reinlegen, der wiederum intern die ursprüngliche Implementierung, die konkrete Logger-Implementierung hat, oder direkt die konkrete Implementierung reinpacken. Das gucken wir uns dann gleich beim Aufruf an. Oder ich kann jetzt noch weitere Sachen, ich kann zusätzliche Funktionalitäten hinterlegen, beispielsweise über den Konstruktor übergebe ich jetzt hier nicht nur den Logger, sondern irgendeine User-ID, die ich dann später auch in den Log-Vorgang reinpacken kann. Ja, also das heißt, ich kann jetzt hier beliebige Erweiterungen machen. Ich muss nur sicherstellen, dass diese Methode DoLog tatsächlich implementiert wird und die in dieser Implementierung der DoLog-Methode auch von dieser Referenzvariablen, die eben den inneren Logger referenziert, dass dort die DoLog-Methode auch aufgerufen wird, dass das sozusagen einfach weiter kaskadiert. Gut. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich kann jetzt einfach mal einen Logger realisieren. Also das ist der ursprüngliche Logger. Der kriegt einfach eine Konstante mit irgendeinem File-Name. Und dann loggt der mein Element. Ja, also das heißt, ich habe jetzt hier den Aufruf DoLog mit dem Log-Eintrag Log1. Und wenn jetzt unten das File wäre, würde dieser Log1-Eintrag dann dort stehen. Also erstmal Works as designed, das passt wunderbar. Als nächstes nehme ich jetzt den Date-Logger.
Das heißt, ich dekoriere jetzt den inneren The Logger mit dem Date Logger. Den erzeuge ich jetzt einfach und in den Konstruktor lege ich jetzt hier die konkrete Implementierung rein. Das heißt, der Date Logger stülpt sich jetzt um den eigentlichen Logger. Und jetzt rufe ich das Ganze mal auf und dann sehe ich, mein Log2-Eintrag hat jetzt einfach diese Ergänzung um das Datum. Jetzt habe ich jetzt so eine Dreierkombination. Ich habe den Date Logger. Der Date Logger stülpt sich um den Time Logger und der Time Logger stülpt sich wiederum um die eigentliche Logger-Implementierung. Und wenn ich das jetzt so aufrufe, dann haben wir das Date und wir haben den Zeitstempel und ganz vorne natürlich den eigentlichen Logger-Eintrag, den ich in den Log-Aufruf gemacht habe, nämlich dieses Log3. Und der Vollständigkeit halber machen wir jetzt einfach noch mal einen weiteren. Ich habe hier einen User-Logger und dieser User-Logger stülpt sich um eine konkrete Logger-Implementierung. Die habe ich jetzt hier. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann sehe ich hier an der Stelle einfach mein Log 4 und den Mustermann entsprechend, also die User-ID, die ich hier als Übergabeparameter in den Konstruktor reingepackt habe. So, ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Wir gucken uns nochmal das Klassendiagramm hier an. Wir haben oben unsere abstrakte Klasse gehabt, die eben festlegt, welche Funktionalität hier entsprechend dekoriert werden soll oder um welche Funktionalität sich das ganze Konstrukt drehen soll. Wir haben dann den konkreten Logger, also der wirklich die Logging-Funktionalität umsetzt. Dann haben wir den Dekorierer, der eine Referenz auf dieses Elternobjekt hat und somit sich selbst auch zur Not referenzieren kann. Auch wieder mit der Do-Log-Implementierung, die aber an der Stelle abstrakt ist. Und dann haben wir davon eben noch abgeleitet die verschiedenen konkreten Dekorierer, Time, Date und User, mit eben einer tatsächlichen Implementierung dieses Loggings, die aber intern eben den umstülpten, so nenne ich das jetzt mal, den umstülpten Logger eben auch noch aufrufen, so dass ich bei einem Aufruf von Do Log, vom Time Logger zum Beispiel, jetzt den inneren Logger, wer auch immer da drin sitzt, eben auch noch mit aufrufe. Das Ganze kann man jetzt auch noch, wie es in der Literatur gerne gemacht wird, mit so allgemeinen Namen eben formulieren. Oben ist die Komponente, um die es geht, als abstraktes Konstrukt, was man manchmal auch als Interface sieht. Dann habe ich darunter links die konkrete Komponente, die diese wichtige Operation dann tatsächlich umsetzt. Dann haben wir den Dekorierer, der eben sich darum kümmert, dass ich eine Referenz auf die Komponente umsetzen kann und somit diese rekursive Referenzierung realisieren kann. Und dann habe ich darunter die konkreten Dekorierer, die eben auch diese Operation dann implementieren mit dem Aufruf des intern referenzierten Objekts. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz nettes Konstrukt dieses Dekorierer-Patterns. Ich meine, relativ einfach zu verstehen. Trotz allem ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das auch mal konkret selber nachprogrammiert. Ich werde dazu auf meiner Webseite eine kleine Aufgabenstellung hinterlegen bei den Handouts. Da kann man sich das nochmal anschauen und mal selber ausprobieren, weil ich glaube, erst dann ja, erschließt sich das komplette Konstrukt einem am besten. Und ja, bis dahin würde ich mal sagen, dranbleiben und bis zum nächsten Video.